habe in letzter Zeit 3 Shorts gemacht. Einmal, dass die Ladeplanung schief ging. Lag an der Ladesäule, weil die dann am Ende die Leistung gedrosselt hat. Säule bis 100% laden, hat aber nur bis 85% geladen. Ist jetzt kein Weltuntergang, außer für die Leute, die es nicht betrifft. Dann hatte ich ein Video gemacht über das Setups-Display. Die Zahlen davon in den Headers-Displays sind weiß, im Winter ist es draußen weiß, deshalb kann man das auf blau umstellen. Und da gab es auch nur beleidigende Kommentare, kauft ihr lieber einen 3 Liter Diesel, meiner ist 14 Jahre alt, ich komme mit einer Tankfüllung 8000 Kilometer und am Ende kann ich noch Diesel rauslassen. Dann ging es weiter mit endlich über 100 Kilowatt laden, dazu gab es Kommentare, wie bald muss der Strom abgestellt werden und lesen wir den aktuellen Bericht von der Bundesnetzagentur. E-Autos sind keine Zukunft, die haben keine Daseinsberechtigung, sind umweltschädlich. Mein Diesel ist über 200.000 Kilometer immer noch umweltschonender wie dein Auto und so weiter und so fort. Und da wollte ich einfach nur mal so ein paar kleine Videos dazu durchlesen. Kommentare. Und zwar ging es um Thema Ladeplanung. Kommentar, wer sich E-Sport kauft, der sollte auch ein Fahrrad haben. Wie gesagt, es geht um die Ladeplanung, die da so semi-schief ging. Dann nächster Kommentar, besser Diesel fahren. Die haben alle Probleme mit den Elektroblödsinn und jetzt heult jeder rum. Wer kauft sich auch eine Duracell-Kiste? Passiert dir mit den konventionellen nicht, selbst schuld, wer den Schrott holt. Hoffentlich ist ihnen das eine Lehre. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich hatte in meinem Leben 4 Dieselautos gehabt, wo ich sagen muss, ja, man kann da in 2 Minuten tanken, kommt dann auch ohne Probleme ziemlich weit, je nachdem wie groß der Tank ist, weil heutzutage sind die Tanks bei den Autos nicht mehr so groß. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil die Leute, die mich hier die ganze Zeit kritisieren, fahren meistens Autos, die plus 15 Jahre alt sind. Und ja, ich habe sogar sehr viel Erfahrung mit Verbrennerautos. Und ich weiß, die ganzen Leute interessiert es überhaupt nicht, das Thema E-Auto, weshalb sie auch immer die Videos kommentieren. Und was soll ich dazu sagen? Ist ziemlich nervend und ich hatte die Videos eigentlich gemacht, um einen Austausch mit anderen Fahrern zu haben, wegen der Ladeplanung, was das Problem gewesen sein kann, dann im Winter über 100 kW laden, wie man das auf dauerhaft hinbekommt und ja, so kleine Themen dann noch mit den Bremsen, ein E-Auto rekuperiert ja nur oder sehr viel, dadurch werden die Bremsen nicht so belastet, da wurde ich auch nur beleidigt, also mir ist es jetzt egal, was die Leute sagen, weil das sind für mich ganz ehrlich nur Spastis, also wirklich Spastis, weil wie zum Teil hier kommentiert wird, wärst du mal lieber beim Diesel geblieben, dieser Müll wird mir die Zukunft aus, also wenn ich meinen Benziner bis 100% voll tanke, ist er auch auf 100%, ja du Idiot, wenn ich meinen Akku auf 50% lade, dann habe ich auch 50%, aber es ist egal, mit denen zu reden, weil es bringt absolut überhaupt nichts. Und deshalb würde ich sagen, demnächst kommen mal wieder ein paar gute Videos und ich werde mich an den Beiträgen halten, dass ich einfach die Kommentare nicht mehr kommentiere, weil es bringt absolut nichts.